Meine Damen und Herren, die Zukunft. Matthias Platzek. Matthias Platzek? Platzek? Matthias Platzek, der große alte Mann der SPD. Matthias Platzek hat in einem Interview gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Zukunft braucht Herkunft. Was er sagen will, ist, irgendwo muss die Zukunft ja herkommen. Wenn sie aber nicht herkommt, muss man hingehen. Zurück in die Zukunft ist schwierig. Es geht nur im Kino. Zukunft braucht Herkunft, heißt aber auch nach PISA 2, immer noch haben Kinder aus reichen Elternhäusern die besseren Chancen. Was bedeutet, die mit der schlechteren Herkunft haben auch die schlechtere Zukunft? Warum sollen die in eine schlechtere Zukunft gehen? Oder immer nur nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres als den Tod finden wir alle mal? Oder wie Schröder immer gesagt hat, wo ich bin, ist vorne. Ist Zukunftsplanung etwa nur noch Science-Fiction? Meine Ex-Freundin hat sich immer um meine Rente gesorgt und für ihre eingezahlt. Jetzt, wo klar wird, für die in den 50er Jahren Geborenen ist die Rente maximal noch Zukunftsmusik, Science-Fiction. Wer ist denn da mehr gekniffen? Ich, der ich sowieso nie damit gerechnet habe, so alt zu werden? Oder Sie, die jetzt erkennen muss, dass dieses erhoffte und geglaubte Modell den Bach untergeht? Aber meine Gesundheitswerte werden von Jahr zu Jahr besser. Je gesünder ich mich ernähre, umso größer wird mein Risiko, im Alter zu verarmen. Ja, was soll ich jetzt machen? Schnell noch mit dem Rauchen anfangen? Ist Gammelfleisch die Lösung der Rentenfrage? Und gerade deswegen hat der Deutsche Zukunft? Nicht die Ersten gehen schon im November Brot statt Böller kaufen, um dann am Silvesterabend Bio-Backwaren Richtung Himmel zu werfen. Ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich nachts einen Traum. Im Traum hat der Arzt zu mir gesagt, Herr Gieseking, Sie haben Hartz IV. Und dann bin ich wach geworden und hatte Hartz IV. Über Nacht erkrankt. Zukunft, man vergisst so schnell und so viel. Konfusion hat gesagt, manche können sich nicht mal im Moment an das erinnern, was ist. Die Washington Post hat aufgedeckt, dass die CIA gerade in Osteuropa geheime Gefängnisse unterhält. Geheime Gefängnisse in Osteuropa, die CIA. Ich soll aber schon bei meiner Einreise in die USA wissen, ob ich ein Attentat plane. Das werde ich im Einreisefragebogen gefragt. Woher soll ich das wissen? Also jetzt, bevor ich da bin. Wobei ich nicht grundsätzlich zum Attentat neige. Habe ich auch mal ein kleines Gedicht drüber geschrieben. Wäre ich ein Selbstmordattentäter, ich tät das Attentat erst später. Es geht auch so genug kaputt. Meine Damen und Herren, über diesem Abend stand ja die Zeile von Konfusion. Das Schöne am Erinnern ist, es hilft gegen das Vergessen. Man vergisst so viel und so schnell. Die ganze VW-Affäre ist doch schon vergessen. Nur bei mir nicht. Ich frage mich jetzt, wie viel von meinem Kaufpreis, nicht? Ich habe festgestellt, ich wäre viel besser gefahren, wenn ich Betriebsratsmitglied bei VW geworden wäre, statt mir einen Golf zu kaufen. Und jetzt frage ich mich, wie viel von meinem Kaufpreis für den Golf ging denn an Prostituierte in Hannover oder Rio? Und ich glaube, ich spreche in unser aller Namen. Wenn schon, dann Rio. Meine Damen und Herren, das ganze Durcheinander eines solchen Jahres ist am besten zusammengefasst in einem Satz eines großen deutschen Philosophen. Und es ist diesmal nicht Konfusion. Es ist Rudi Assauer. Rudi Assauer hat gesagt, wenn der Schnee geschmolzen ist, dann siehst du, wo die Kacke liegt. Vielen Dank für diesen Abend. Vielen Dank.